Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Hier an unserem Silo, hier fleißig beim Betongießen und ja, ich glaube, Gießen trifft es wirklich mehr als sehr gut auf einen Punkt. Ich glaube, wir werden hier einiges noch in die Höhe gießen müssen, wenn ich mir das so ansehe aktuell. Also da kommt noch einiges auf uns zu. So, dann befüllen. Gut, einmal eben kurz leeren. Befüllen. Gießen an. Gießen an. So. Mit viel Spaß und viel Vergnügen gegossen. So, dann mal gucken, wie sich das jetzt hier im Laufe noch entwickelt. So, Gießen wieder aktivieren. Ja, mal gucken. Da bin ich auch noch gespannt, ob wir hier noch mehr Ebenen selber jetzt gießen müssen oder ob uns der Rest abgenommen wird in ja, naher Zukunft. Ich hätte fast gesagt, wenn die sechs hier durch sind, dass dann nichts Neues mehr oben drauf kommt. Aber das werden wir gleich sehen. Ansonsten Metallbauteile und Deckenelemente müssten wir platzieren. Als nächstes. Also, da kommt auch noch einiges auf uns zu. So, hier auch Gießen aktivieren. Ja, und mal gucken. Erstmal natürlich wieder befüllen. Gießen an. So. Irgendwie will das gerade nicht. Also Gießen an, dann Gießen an. So, jetzt sollte es ein bisschen besser laufen. 95% gefüllt. So ein bisschen runter. Und dann sollte das gleich passen. Ja, sieht gut aus. Im markierten Bereich räumen. Das machen wir gerne. Ja, ich glaube, wir sind noch eine Weile am Gießen, wenn ich mir das so angucke. Das könnte noch ein bisschen dauern. Also so langsam wird, glaube ich, auch bald unser Arm eventuell zu kurz. So ist zumindest meine aktuelle Befürchtung. Aber das werden wir gleich erfahren. Ob das so passt. So, anheben. Also, Beton brauchen wir auf jeden Fall jede Menge. Das ist zumindest mal das eine. Komm. Anheben. Das Element. So, 97%, 99. Einmal rum. Sehr schön. So, und das wird jetzt hier, glaube ich, eine schwierige Geschichte, oder? Nee, könnte sogar noch hinhauen. Könnte sogar so gerade eben hinkommen. Sehr schön. Das ist auch wunderbar befüllt. Hinten noch ein bisschen. Und hier noch ein Material herein. Auch wenn der nicht ganz ausreichen wird, der Beton. Dann wird hier befüllt. Und dann gießen wir jetzt hier auch das Ding hier.
Wunderbar. Jetzt sollte das aber mal reichen. Leute, ich will doch mal was anderes machen. Gut, dann werden wir halt die ganze Folge in eins durch Beton gießen. Was soll's? Dann habe ich wenigstens einen Folgentitel. Auch wirklich vielleicht sogar mal passt. Aber das wird langsam wirklich mal eng da ganz hinten auf dem letzten Meter. Und ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, noch irgendwelche anderen Betonkübel oder sowas zu holen. Wobei ich denke mal, wenn, dann lassen wir den auch liefern. Okay, ich glaube, den müssen wir sogar extra gießen. Eigentlich etwas, was ich nicht unbedingt machen wollte dann. Aber da bleibt uns wahrscheinlich keine andere Wahl, wenn ich jetzt überlege. Den müssen wir wahrscheinlich mit dem Kran gießen. Ah ne, warte. Gießen an. Hier gießen an. Ja, wir werden es gleich, glaube ich, noch einmal versuchen da hinten in der Ecke. Aber normal dürfte das nicht klappen. Da fehlt uns ein bisschen Armlänge. Also hätte man eigentlich erst die Ecke komplett fertig machen müssen, bevor der hier vorne irgendwie groß anfängt zu gießen. Aber leider entscheidet hier der Architekt und nicht ich. Das wäre sonst zu schön. Das würde es uns so viel vereinfachen, wenn man mal selber entscheiden dürfte. So, wunderbar. Und ja, hier werden wir es gleich in Erfahrung bringen. Der Arm ist hier viel zu kurz. So, ein bisschen runter. So, ein bisschen da. Hier in die Länge. Okay, das macht es jetzt auch nicht mehr besser. Wir sind auf dem Limit. Dann machen wir Folgendes. Wir haben hier mit Sicherheit im Warenlager noch Material. Bitte auf den Hof liefern. Jetzt die Frage. Ja, okay, das ist der. Warenlager, Warenausgabe, Baustelle. Könnte die richtige sein, oder? Ja, das ist sie sogar. Das trifft sich schon mal nicht schlecht. Gut, dass wir hier einen großen Turmdrehkran direkt hier hingesetzt haben. Dann machen wir das Ding einmal voll. Und machen das mal eben mit dem Kran. Beziehungsweise wir schwenken einmal nach hier vorne hin. Hoffen, dass das funktioniert. Dass wir ihn jetzt mal auch am Haken befüllen können. In der Praxis darf das nicht funktionieren. Aber hier im Spiel ist es natürlich so eine Sache. Einmal Taste gießen an. So, das Ding ist gleich voll. Sehr schön. Dann machen wir Folgendes. Wieder Turmdrehkran. Einmal rüber, einmal nach vorne. Gießen an. Und jetzt nur noch das Loch treffen. Das war ein bisschen zu viel. Ah, okay. Öffnung ist eine andere. Da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Und auch natürlich vom Handling her ist das so eine Sache. Bisschen rüber, glaube ich. Bisschen wieder zurück.
Wunderbar, schon mal zu 80% befüllt. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Dann nehmen wir jetzt hier. Machen das Ding einmal voll, wenn es geht. Na komm. Gießen mal eben kurz aus. Ein bisschen rüber. Jetzt ist gleich die große Preisfrage. Reicht das schon an Beton? Wäre zumindest nicht verkehrt. Gießen an. Bisschen verkürzen. Wunderbar. So hat man sich das hier auch vorgestellt. Dann kommt das Ding hier nach hier hinten hin. Irgendwo in der Ecke, wo es nicht stört. Man weiß ja nie, kann man ja noch gebrauchen. Auch wenn ich es nicht hoffe. So, was brauchen wir? Deckenelemente. Zwei an der Zahl. Die soll es auch geben. Ah ne, was, das sind die falschen Deckenelemente, müssen nach da vorne hin. Gut, dass jemand noch ein Loch dort gelassen hat. Weil wenn ich mir das jetzt ansehe. Gut, das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Nehmen wir hier oben die Metallbauteile eben. Bin gerade am Liegen. Ich glaube, darunter ist sogar noch eine Palette Deckenelemente. Wenn ich mir das so angucke. Und man soll auch erst richtig gucken. Ja, komm. Ein bisschen anheben. Okay, also das ist zweimal Metallbauteil. Sehr schön. Dann nehmen wir die mal von hier vorne. Bisschen rüber. Bisschen anheben. Wunderbar. Dann haben wir das gleich hinter uns. Und dann, ich hätte fast gesagt, das Dach von dem Silo da hinten. Das soll dann wahrscheinlich drauf. So würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Aber das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Ich denke mal, erstmal steht natürlich der Betonmischer wahrscheinlich im Weg. Oder der Betonpumpenmischer. Wie man ihn vielleicht auch nennen könnte, eventuell. So, Gurtung befestigen. Na, da bin ich mal gespannt, was ich jetzt damit uns sagen wollen. Ah, okay. Das ist für hier vorne. Und hier ist Deckenelement Beton. Das gehört nach da oben hin. Alles klar. Das können wir machen. Sollte nicht das größte Problem sein. Hoffe ich zumindest. Bisschen hier rüber. Sehr schön. Das wäre das erste Element. Erste von vier. Vielleicht müssen wir wieder anheben. So, sehr schön. Das sollte doch, glaube ich, gleich ganz gut passen. Und noch ein bisschen Beton wahrscheinlich drauf. Und dann hätten wir die... Ja, ich hätte wirklich fast gesagt, das meiste schon fertig. Oder wie viel Prozent macht das aus eigentlich hier alleine... So ein Deckenelement zu platzieren. Aktuell nicht 1%. Aber gut. Zwei fehlen ja noch.
2 fehlen ja noch. So, so einmal hier einmal drauf. Und das letzte Element. Und dann haben wir es. Würde ich mal behaupten. Sehr schön. Jetzt heißt es an sich nur noch die Decke zu betonieren. Das würde ich vielleicht sogar noch eben schnell machen. Ja gut, wenn der Arm, glaube ich, reichen würde. Gut, dann machen wir es anders. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gießen wir hier oben alles voll. Und ja, ich sage damit, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.